Herzlich willkommen zum Fotocafé. Heute schon Ausgabe Nummer 4, oder Oliver? Ja, Nummer 4 sind wir. Ja. Nummer 4. Ja, und es sollte jetzt anscheinend besser werden, die Zeiten, dass sich hoffentlich was irgendwas an Corona ändert und die ganzen Einschränkungen wieder ein bisschen gelockert werden. Jetzt müssen wir uns im Stil beschäftigen. Und das Programm für heute, der Martin wird uns was über Focus Stacking erzählen, der hat da eine tolle Präsentation vorbereitet. Dann werde ich hier die dritte Manntour vorstellen, eigentlich eine unserer berühmtesten Fototouren in Wien. War vielleicht der eine oder andere schon dabei. Und der Oliver wird dann was über Patreno sagen und dann wird es zum Schluss noch die Photoshop-Challenge geben. Das heißt, ich werde gleich mal an den Martin übergeben. Martin, du kannst den Bildschirm freigeben. Okay, danke. So. Gut. Focus Packaging, Focus Stacking, das ist ein Begriff, der mich eigentlich in letzter Zeit ziemlich schwer beschäftigt. Vor allem in Zeiten. So geht es jetzt nicht weiter. Einfach mit der Maus draufklicken. Vielleicht ist der Mausfokus irgendwo anders, ja. Okay. Und nach dem Motto, daheim bleiben, daheim arbeiten und daheim fotografieren, habe ich mich beschäftigt, weil ja die Canon EOS RB das Focus Bracketing ja kann und die R leider nicht. Und es gibt aber mehrere Kameras, die das kennen. Das Focus Stacking, das Zusammensetzen dann, da gibt es einen Haufen Beschreibungen auch im Internet, über Photoshop, Canon, Digital, Professional, boah, was weiß ich, das DBB hat. Und da gibt es noch das Helio Focus und alles Mögliche. Was ich im Internet so gut wie nie gefunden habe, ist, wie man das manuelle Focus Bracketing macht. Das heißt, wie mache ich Foto, die dann zusammensetzen kann, nämlich ohne Automatik. Da habe ich nicht viel gefunden. Ich weiß noch, die bei den Kamerahersteller, die sagen immer so 100 Foto für das Objekt. Dann frage ich mich, wo 400 Foto? Bei 100 kommt man sehr viel vor. Also ich glaube, das ist, also ja, ich hätte nicht gehört, dass man 100 Bilder braucht. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum. Dann habe ich mich eben beschäftigt, wie viel Foto braucht man wirklich und welchen Abstand müssen die haben und so weiter. Und da habe ich mich halt lang umeinander gesetzt und habe mir gedacht, wie machen wir das? Nachdem die ersten Versuche kläglich gescheitert sind, habe ich mir dann ein Versuchslabor aufgebaut. Nämlich haben so einen Zollstab genommen, habe mir EOS R genommen, mein Canon EF100, den Adapter, einen Kabelfernauslöser, wo keiner weiß, wofür man braucht, aber es ist praktisch. Dann zwei Systemblitze, die eben Funkfernsteuer und das Einstelllicht. Das Einstelllicht ist deswegen wichtig, damit man beim MF-Picking das ein bisschen besser sieht. Dafür habe ich das, weil sonst ist es finster in meinem Wohnzimmer gewesen. Ja, so hat das ausgeschaut. Dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das, damit ich halbwegs am Blick habe, wie viel Foto brauche ich, warum brauche ich mehr, wo brauche ich weniger. Habe den Zollstab eben im drei verschiedenen Winkeln, 30, 60 und 1 Grad zur Aufnahmeebene hingelegt. Habe dann in der ersten Reihe mal versucht mit 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Dann habe ich die ersten Fotos zusammengesetzt und habe mir gedacht, jetzt machst du noch eine Reihe. Da habe ich dann immer in halben Zentimeter Schritten das gemacht. Und dann waren die Ergebnisse schon besser. Ja, die Kamera, wie stelle ich mir die ein? Am besten ist eben das Focus Peaking einstellen, dann die Empfindlichkeit hoch, das mit niedrig, das hat nicht funktioniert. Und die Farbe, die man verwendet, das hängt schwer vom Objekt ab, das man fotografiert, ob das rot, gelb oder blau ist. Rot ist nicht immer die ideale Farbe. Gelb ist manchmal ideal, wenn es relativ hell beleuchtet ist. Da sieht man das witzigerweise auch auf der goldenen Lok, den mal fotografiert habe, oder auf Holz sieht man das Gelbe dann auch recht gut. Ich habe mich dann beim Zollstab für Rot entschieden und dann sieht man eben, wie das so schön quasi daherleuchtet, das Rot. Wichtig ist eben, es muss aber das Ganze schön beleuchtet sein. Ja, nachdem ich ein alter manueller Fotograf bin und auch die Blitze manuell steuere, habe ich eben 160stel, Blende 8, ISO 100. Ich weiß, ich habe es mit Blende 2.8, mit 4, mit bis Blende 16 habe ich die Serie gemacht. Ich letztendlich bin ein alter Blende 8-Fotografierer.
Da möchte ich vielleicht was dazu sagen. Da habe ich jetzt vor kurzem eine ganz interessante Webseite gefunden, da werde ich vielleicht einmal einen Beitrag drüber machen. Und zwar, da gibt es ein paar Leute, die eben die geschlossene Blende also nicht so für gut befinden. Die sagen, dass also auch Objektive aller Hersteller relativ früh mit Beugung beginnen und speziell im Nahbereich. Und je höher die Kamera aufgelöst ist, umso mehr ist dieser Beugungseffekt. Und darum würde ich auch empfohlen, beim Stacking Blende 5,6, Blende 8 zu verwenden, weil da hat nämlich das Objektiv die maximale Schärfe, also rein physikalisch gesehen. Ja, wenn man sagt, so quasi die Lichtempfindlichkeit mit zwei Blendenstufen, waren wir bei dem Makro bei 5,6, das stimmt, ja. Genau, und bei einem MFD-Sensor oder APS-C-Sensor, also soll man sowieso nicht so weit abblenden, weil da die Beugung noch viel früher kommt. Ja, also für mich hat sich die Blende auch das, für das Objektiv, die ist idealste herausgefunden. Ich habe es aber auch mit dem RF35 von Canon probiert, da kommt eigentlich das gleiche Ergebnis, außer nur, dass man halt noch näher dran kommt. Mein Fazit zu dem ganzen Focus Bracketing, also beim Aufnehmen der Fotos, ist eben, dass ich eben den MF Picking verwende, den Focus Assistenten verwende. Je weiter man, also je näher man Objekt ist, desto kürzer müssen die Schrittweite sein, also der Abstand der einzelnen Fokuspunkte. Das gleiche ist die Distanz. Würde ich zweimal drinstellen. Die Blende hängt natürlich auch ab und so habe ich mich da halt hineingetastet und habe dann bei der Erdbeere, die wir das letzte Mal ja vom Oliver bearbeiten haben lassen, habe ich dann für die ca. 3 cm große Erdbeere letztendlich 17 Foto bei Blende 8 in einem Abstand von 39 cm als das ideale Maß gefunden. Und es ist ungefähr so richtig. Also 100 Foto, auf das bin ich nie gekommen, weil ich habe bei 13 cm langen Objekt habe ich mal 21 Foto gebraucht. Aber das ist dann schon das meiste, was ich gemacht habe, weil bei der großen Lokomotive, die ich gehabt habe, die allerdings aber, glaube ich, auch mit Blende, auch die ist flacher gestanden. Da habe ich auch nur 20 Foto gebraucht. Ja. Einen Makro-Einschnitt hast du, glaube ich, keinen gehabt, oder? Habe ich nicht. Also ich fokussiere eigentlich immer mit dem Verdrehen vom manuellen Fokus. Deswegen ist das auch mit der Fernauslösung praktisch, weil die Fernauslösung habe ich in der rechten Hand und links habe ich das Objektiv, mit dem ich das drehe. Dann lasse ich es aus und dann drucke ich ab. Wobei ich schon beide Sachen verwende bei der R, nehmen wir das MF Peaking und den Fokusassistent. Das heißt, ich stelle mir immer zuerst den Fokuspunkt hin, wo ich dann scharfstellen will. Und so taste ich mich so quasi durch das Objekt durch. Das geht bei der Erdbeere, das geht bei einer Rose, ich habe ein Brokkoli fotografiert, ich habe Romanesco fotografiert und Kaffeeol fotografiert. Es ist immer die gleiche Taktik gewesen. Ich bin mal geschaut, wo ist der vorderste Punkt. Und dann habe ich mal den Fokuspunkt nach hinten geschoben. Und dann habe ich angefangen, geschaut, wo brauche ich, wo gehe ich links, gehe ich rechts, gehe ich nach oben, hinten, von oben nach unten oder so irgendetwas. Wo halt dann entfernt ist der Punkt und der naheste Punkt ist. Das also was eine interessante Lehrmeinung noch ist eben, dass viele Leute verwenden einen Makro-Einstellschlitten und ja, schlitten dann um meterweise den Makro-Einstellschlitten. Einmal eine Frage in die Runde, wer hat schon mal mit so einem Makro-Einstellschlitten, wer verwendet so einen Makro-Schlitten? Ich. Ja, Wolfgang, hast du Fokus-Taking schon gemacht? Ja, ich habe es gemacht mit einem automatischen Schlitten und dann mit dem Makro-Schlitten, ist aber schon ewig her. Okay. Was besitze ich schon? Also, was ich mir denke, was auch halt, man tut es halt mit dem Makro-Schlitten halt auch viel leichter beim Scharfstellen, weil mit dem Makro-Schlitten ich natürlich dann noch viel feiner die Kamera einfach bewegen kann in die entsprechende Richtung. Ja, das kleinste Objekt, was ich fotografiert habe, war eine 1-Cent-Münze. Da ist noch ohne dem gegangen, wo ich sicher glaube, dass es schwierig wird, wenn man Insekten fotografiert, vor allem wenn man Fliegen fotografieren will, glaube ich, dann geht es nach meiner Methode nimmer. Okay. Da ist meine Methode, glaube ich, ein bisschen zu grob. Nur nein, es gibt ja dann auch wieder, wenn du jetzt die Schärfeebene verschiebst, dann wird das Bild ein Wald ein bisschen größer oder kleiner, was aber ja, dann sozusagen halt der Photoshop oder die Software dann einfach kompensiert.
Ja. Was natürlich auch dazu kommt, man muss, darf da nicht Geduld verlieren und üben muss man auch viel. Nur in Zeiten wie diesen, wo ich daheim bin, habe ich mir gedacht, habe ich eh Zeit. Ja, weil ich habe nämlich jetzt letzte Woche mit dem Lupenobjektiv fotografiert, mit dem MPE 65. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und das ist so, dass man sozusagen so minimal fein scharfstellen muss. Und da ist auch natürlich ein Makroschlitten ganz, ganz super, weil du hast dann auch nur, du musst dann wirklich einstellen bei Vergrößerungsmaßstab auf einen gewissen Abstand. Und wenn du dann nicht genau dort bist, stört das Ding einfach nicht scharf. Und gerade so im Makro-Makro-Bereich, also über 1:1, ist ein Einstellschlitten, der ist so ganz, ganz super. Kommst du mit dem Lupenobjektiv ohne Fokus-Stacking hin? Du musst immer Fokus-Stacking machen. Naja, du, ich habe jetzt eine Kaffeebohne fotografiert, aber ich habe mit der noch nie gestackt, weil das ist schrecklich. Also mit dem Objektiv stacken ist schrecklich, finde ich. Also das ist, man kann auch ohne Blitz kaum fotografieren, weil man halt einfach immer zu wenig Licht hat. Mhm. Das Fotografieren mit dem Blitz, das hat auch gut funktioniert, weil damit die Verschlusszeit nicht zu hoch wird, weil sonst ist die Gefahr, dass das auch die ganze Kamera wackelt oder auf dem Parkettboden, trotz Stativ. Deswegen habe ich da mit Blitz jetzt einmal mit Lampen probiert, aber da bin ich auf Verschlusszeiten von 1,5 Sekunden gekommen, aber das wurde beim Zusammensetzen dann immer 100%ig und dann habe ich gedacht, nein, muss der Blitz her. Ja, und dann, wenn man ein Foto gemacht hat, muss man es zusammensetzen. Und da kommt dann das, was du erzählt hast, Karl, dass sich das ja verändert und deswegen muss man es beim Zusammensetzen, ich habe es mit Photoshop zusammengesetzt, weil im Internet habe ich viele YouTube-Videos angeschaut und es ist meiner Meinung nach vollkommen wurscht, mit welchem Programm man es macht. Es kommen immer die gleichen Probleme daher. Und nachdem ich Photoshop habe, haben wir gedacht, ich bleibe beim Photoshop. Und da ist jetzt wichtig, wenn man die Foto bearbeitet im Photoshop, dass man sie dann unbedingt ausrichtet, bevor man sie verblendet, weil sonst passiert das, was da bei der Münze passiert, das ist die gleichen Basisfoto, die zwar. Also ohne vorher ausrichten hat man da grobe Fehler und beim Ausrichten hat man keines. Das Einzige, was auffällt, ich habe mindestens 2 Foto zu wenig gemacht, weil da drinnen ist nicht scharf. So, und wie mache ich das Stacking? Im Prinzip ganz einfach, ich hole meine Foto alle ins Lightroom. Da habe ich dann eben grob die Farbtemperatur eingestellt und grob, weil man muss nämlich aufpassen beim Photoshop, beim Stacking, wenn die Kontraste zu groß sind, also das Schwarz zu groß ist oder zu helle Flecken hat, dann überstrahlt das Ganze, dann haut er das komplett drüber, dann wird das Schwarze noch schwärzer und das Weiße noch weißer. Und deswegen habe ich es vorher im Lightroom ein bisschen hingetrimmt, damit mir das nicht passiert. Ich habe Beispiele, ich habe sie auf Facebook habe ich es veröffentlicht, die schwer gescheiterten, wo mir nicht genau das passiert ist. Ja, dann hebe ich es im Photoshop eben mit eben automatisch ausrichten. Dann mache ich immer das Automatik. Das untere mit Vignettierungsverzerrungen und so weiter, das habe ich weggelassen, weil bei meinem 100er ist mir das vorher nicht aufgefallen, dass das wichtig war und deswegen habe ich das ohne den gemacht. Und wenn das ausgerichtet ist, dann sieht man zum Beispiel da schon, dass die Ränder sich verschieben und dann habe ich es automatisch überblendet, nämlich mit Bilder stapeln und nahtlose Töne und Farben, weil sonst seien teilweise die Übergänge mit Pixel abgegrenzt und deswegen hat sich das bei allen Fotos bewährt, eben nahtlose Töne und Farben zu machen. Das, was da drunter steht, inhaltsbasierte Füllung, ist nur spannend, wenn man da am Rand dann das noch ausfüllen lassen will. Das habe ich bei 2-3 Fotos gemacht, bin aber draufgekommen, dass das bei meinen Fotos wurscht ist. Ja, wenn du es dann zusammensetzt. Wenn man fotografiert, kann man es wegschneiden. Dann braucht man inhaltsbasierte Füllung nicht. Genau, das mache ich meistens so. Und nachdem man es zusammengesetzt hat, in dem Fall habe ich nur 5 Fotos, aber bei 21 Fotos kann man es nicht mehr speichern. Da sagt er, das wird über 4 GB groß und dann speichert man das nicht mehr. Deswegen ist es immer wichtig, dass man es am Ende, wenn man das Foto quasi überblendet hat,
dass man es dann auf Hintergrundebene reduziert. Und dann habe ich es immer gespeichert, wobei ich dann immer das mit einer eigenen Nummer versehe, nämlich immer die erste Nummer, Bindestrich, die letzte Nummer, damit man weiß, wo die anfangen. Aber das ist Geschmackssache. Und dann gehe ich wieder zurück ins Lightroom und mache dort die finale Bearbeitung. Wie man schon sieht, ich schneide es dann dazu, deswegen ist das wurscht, ob der Rand ausbessert ist und so weiter und so fort. Ja, ganz eine kurze Frage nur wegen der Dateigröße. Hast du das in 16-Bit übergeben an Photoshop? Weil es das so groß ist. Ich mache nicht kooperativ. Ich hole das direkt aus dem Lightroom. Kannst du die Einstellungen vom Lightroom, würdest du das sehen? Ich hole das Lightroom mit den ganzen mit die RAW-Fotos. Ja. Also das, ich habe das als Bauarbeit, das Zusammensetzen, das dauert ungefähr so 5-6 Minuten jetzt mal. Okay. Deswegen habe ich das quasi mit Screenshots. Ich verstehe schon. Das passt schon, super. Ja, dann ist eh alles klar. Ja, dann passt es. Ja, also ich mache keine Tief. Wenn man Tief macht, soll man 16-Bit machen. Ist nicht notwendig. Nein, ist nicht notwendig. Ich spare mir das. Und danach mache ich die finale Bearbeitung und da sieht man eh, dass die Nummer 41 bis 45, in dem Fall sind es eben nur die 6 Foto und dann speichere ich das so ab. Das ist die ganze Hexerei. Es ist meiner Meinung nach die meiste Arbeit ist das Fotografieren. Das Zusammensetzen dauert je nach Computer und Leistungsfähigkeit des Computers ein paar Minuten und dazwischen kann man einen Kaffee trinken gehen oder Wasser trinken oder Apfelessen. Manchmal ist er fertig. Ja, und das sind jetzt aber Beispiele, mit denen ich gespielt habe. Das, glaube ich, ist ein 17-Foto. Das da ist natürlich ein Hammer gewesen, weil das sind, glaube ich, auch so an die 20 Foto. Die hast du in dein Studio reingeholt? Ja? Das hast du in dein Studio reingeholt oder hast du die Outdoor gemacht? Nein, das habe ich im Studio reingeholt. Das habe ich auf meinem Balkon gefunden, in so einer ausrangierten Blumenkiste. Und der Hintergrund ist ein Foto, das ich ausgedruckt habe. Also, manche sagen, es ist ein Fake-Foto, aber. Das sind ungefähr so 21 Foto mit der Rose. Und ich finde, dass Photoshop das ganz gut zusammenbaut. Man muss nur aufpassen, es gibt immer so Bereiche, wo er nicht hundertprozentig zusammenbastelt. Aber wenn zwischen Hintergrund und dem Objekt, was man fotografiert, ziemlich scharfe Kanten sein, dann macht der Photoshop auch wirklich wunderschöne Kanten. Was ein bisschen schwieriger werden kann, ist unten beim Stiel. In dem Fall kann es sein, dass es nicht sauber macht, aber das kann man dann mit dem Photoshop ein bisschen hintrimmen. Man muss sich das ein bisschen anschauen. Aber ich habe nicht viel Bearbeitung nachher gemacht und da ist der Hintergrund auch ein Foto, das ich einmal so vor Corona-Zeiten gemacht hat. Also, und mit dem Blitz halt dann geschaut, dass der Blitz die gleiche Richtung hat wie die Sonne vom Hintergrundfoto. Ja, das ist Spielerei gewesen. Das war für meine Homeoffice-Homepage. Und so habe ich halt da quasi meine Freizeit nach Homeoffice mit Fotografie gemacht. Danke. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank, das war wirklich sehr beeindruckend und haben wir ein paar Sachen gelernt von dir. Danke. Sag, ich hab eine Frage. Ich habe seinerzeit, also ich habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt, aber ich habe so ein Programm gekauft, das gepaart ist mit einem Schlitten, hat wunderbar funktioniert. Dieses Programm, wenn man das funktioniert auch so, dass man das Objekt ausrichtet und dann gibt das Programm Empfehlungen ab, wie viele Fotos man machen soll, beziehungsweise in welcher Schrittweise. So. Und wenn ich mir deine Fotos anschaue, dann hast du eigentlich nie mehr als 20 bis maximal 30 Fotos gemacht. 30 nicht einmal, eher war immer so von 20 die Rede. Ja. Jetzt hat man das Programm, hat man eigentlich immer für so wie eine Münze oder einen Chip, immer in der Gegend von 200 bis 900 Fotos empfohlen. Aha. Und das ist dann dort, wo ich abgebrochen habe. Weil ich gesagt habe, erstens mal ist mir um die Kamera dann zu leid, weil wenn ich für ein Foto 900 brauche, dann weiß ich, wie schnell man neue besorgen muss. Und wenn ich mir das im Internet angeschaut habe, dann haben die vor allem bei den
bei den Kleinfotografien, bei den Insekten, auch immer auf billige Kameras zurückgegriffen, weil sie gesagt haben, naja, so 500-900 Fotos für ein Insekt ist eigentlich ganz normal. Aber das kann ja kein Rechner rechnen. Ich meine, wenn du 500 Rohfiles irgendwo reinziehst, wie soll denn das funktionieren? Du, das weiß ich nicht. Ich sage nur, was da rausgekommen ist. Aber du bist ja Physiker, Wolfgang. Wenn man da einfach einmal, weiß ich nicht, wann das Insekt eine Tiefe hat von 8, 9 mm und mit 500 Bildern. Ich kann dann, wenn du ins Internet gehst oder in diese ganzen Fotoschulen oder eine schaust in das, wie heißt das, Foto-TV, das ist auch immer so ein Ding, die reden immer so, naja, das ist eigentlich 900 Fotos, ja, das ist halt so, da fotografieren sie eben eine halbe Stunde, das geht automatisch, der Schlitten zieht durch, sie schleichen sich dann immer hin zur Kamera und schauen, ob das noch läuft, weil der Erschütterung der es ja gar nicht geben. Und da habe ich gesagt, also jetzt, darum fasziniert mich das. Und habe gesagt, eigentlich, wenn das so 10 bis 20 Fotos braucht, dann ist das machbar und ist schön. Wenn es 900 braucht, ist schon Spülerei. Ja. Also so, ich habe mich früher mal mit dem Helikon-Fokus auch befasst. Genau, mit Helikon-Fokus ist genau das. Und da ist das zwei Punkte definiert, einen hinteren und einen vorderen. Richtig. Und dann steuert das Helikon-Fokus die Kamera. Richtig. Und selbst da waren das vielleicht 20 Fotos. Ja. Und also das hat aber eigentlich ganz gut funktioniert, aber das war ohne Schlitten. Weil da übernimmt ja quasi die Kamera die Steuerung vom Autofokus. Gut, aber jetzt rein physikalisch, der Schlitten ist ja nichts anderes, als dass du dann immer den Fokuspunkt systematisch drüber ziehst. Und das ist ja vollkommen wurscht. Ja? Aber wenn ich das händisch mache. Wolfgang, aber was jetzt interessant wäre, weil das sind ja zwei verschiedene Methoden. Weil wenn du mit dem Schlitten fährst, dann veränderst du den Abstand zum Bild. Ja. Und der Fokus korrigiert das. Bleibt das Foto immer gleich groß oder ändert sich da was? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Du, das ist schon so lange her. Also mir hat nur abgeschreckt, immer die Menge an Fotos, die da zu machen gewesen wären, die da immer herauskam. Und deswegen ist das heute sehr wohltuend, was ich da heute höre. Weil wenn ich reingeschaut habe, auch in dieses Foto-TV, da gibt es 3, 4 Beiträge, da sieht man, der das auch macht, der macht das automatisch. Ja, da ist auch immer von hunderten Fotos die Rede. Ja, das hat mich nämlich auch gewundert, dass die immer so für sich Fotos reden. Also das ist so hunderte Fotos. Und da habe ich gesagt, nein, also da, das finde ich dann nicht wirklich viel spannend. Ich würde vorschlagen, da werden wir mal ein bisschen forschen und werden eine von den nächsten von den nächsten Fotocafés darüber berichten. Also die Rosen zum Beispiel sind 18 Foto. Das sage ich ja. Und die sind nicht klein. Ja. Also ich verwende auch Helikon Focus und ich komme nie über 30 Fotos drüber. Muss aber sagen, ich fotografiere Rosen, ich fotografiere Blumen. Das sind natürlich größere Objekte, als wenn ich jetzt irgendeine Biene oder irgendwas Kleineres aufnehme. Und es gibt jetzt aber von Helikon Focus Tube, das ist so wie ein Zwischenring, der den Fokus verschiebt. Ja? Mhm. Ich habe das vor kurzem gelesen, habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, aber da sollte es möglich sein, ohne jetzt den Fokus irgendwie zu verlieren, irgendwie die Brennweite zu ändern oder den Fokuspunkt zu verändern. Mit ein Stück Hardware, sozusagen den man wie einen Zwischenring verwendet. Okay. Das Foto vom Löwenzahn sind auch 18 Foto bei Blende 8. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das mit einfachen Mitteln und ohne Schlitten mit Photoshop und ich muss sagen, wenn man es probiert, glaube ich, dann ist alles, was man so im Internet und auf YouTube liest und so weiter, sagt man sich, wozu? Ich würde einmal sagen, dass das Ergebnis ziemlich beeindruckend ist. Ja, na das gefällt mir gut, das beruhigt mich jetzt schon wieder. Ist eine Anregung, das auch wieder einmal zu versuchen. Genau. Weil eigentlich habe ich das ganze System weggepackt, nachdem, was ich da gehört und gesehen habe. Und habe gesagt, naja, widme ich mir einmal, wenn ich in Pension bin. Aber das ist, ja,
Ich bin immer für Low-Budget-Lösungen. Ja, es ist eh voll sinnvoll. Ich meine, da gibt es ja überhaupt nichts. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, fein. Du, Martin, dann nochmal vielen Dank für deine tolle Forschungsarbeit. Wenn du mir dieses PDF zur Verfügung stellen würdest, würdest du dann verlinken, weil du kannst, das hast du nämlich auch in PowerPoint gemacht, oder? Ich habe es in PowerPoint gemacht, ja. Kannst du ein PDF dann machen? Ich schicke dir ein PDF, ja. Da, du hast mir schon so einen tollen Blogbeitrag geschickt, den werde ich auch bei uns auf der Homepage veröffentlichen. Freut und dann mich. Wir vielleicht die Bilder noch dazu, in, weiß ich nicht, 2000 Pixel Breite, ich brauche die außerhalb vom Word-Dokument. Dann kann ich nämlich die Bilder auch dazu geben, dann sieht man aber auch. 2000, okay. Gut. Das ist nicht eilig, gell? Dann sage ich mal vielen Dank. Ich habe Zeit. Ich sage danke. Gut, dann werde ich mal übernehmen. Ja. Ich werde euch jetzt ein bisschen was über die dritte Mandu erzählen. Und werde das Ganze mal. Mal schauen, wo du meine richtige. Genau. So, jetzt mal kurz den. Stoppen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich diese Musik. Der Musiker war der Anton Karas, das war ein heurigen Musiker. Und der Film Der dritte Mann wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht. Der Carol Reed hat den gemacht nach einem Buch von Graham Greene. Und da gibt es auch ein paar ganz interessante Geschichten. Der Orson Welles hat eine der Hauptrollen gespielt. Es geht im Prinzip um Schmuggler, die halt nach dem Zweiten Weltkrieg Lebensmittel schmuggeln und dann in der Kanalisation verschwinden. Und Harry Lime ist eben einer der Hauptdarsteller, den hat der Orson Welles gespielt. Und der Orson Welles zum Beispiel hat den Gestank nicht ausgehalten. Jetzt war der nur ganz kurz quasi im Wiener Untergrund und hat dort dann haben sie dort einige wenige Szenen gedreht, den Großteil in London. Und der Anton Karas, der hat Flugangst gehabt, also den haben sie dann wochenlang überredet, damit er nach London fliegt. Er hat auch keine Noten lesen können, also das war eine riesige Prozedur. Und der hat in Wahrheit mit dem einen Lied ist der weltberühmt worden und war im Vorjahr heurigen Musiker. Und die Produktionsfirma hat ihn quasi entdeckt beim heurigen. Und am Wien-Kanal, die haben dann aufgrund von dem vor vielen Jahren begonnen mit der dritten Mann-Tour. Und wie ich jetzt persönlich zur dritten Mann-Tour gekommen bin, das war interessant. Ich war also da bei einer regulären Führung und oben beim Eingang ist jemand gestanden, der hat also eine Torte in Kanalgitterform gehabt und hat die dort aufgeschnitten. Und dann sagt er, ja, was ist, willst du eine Torte? Sag ich, ja, gern. Sagt er, wir zufällig bei Wiener Fotoschule, was ist los? Ich bin der Peppi, mach mal Kooperation. Und im ersten Moment war das interessant. Und das war dann der Josef Gottschall, der Pressesprecher von Wien Kanal, also die wirklich ein großartiges Team sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das gemeinsam. Und so sind eigentlich dann die dritte Mann-Fototouren ins Leben gerufen worden. Die werde ich jetzt anhand von ein paar Fotos zeigen, was da im Kanal zu sehen gibt. Das ist der Schaukanal von Wien-Kanal, wo halt das ganze Jahr lang Touren angeboten werden. Und wir haben also außerhalb der regulären Zeiten dritte Mann-Touren, die exklusiv für die Fotoschule gemacht werden. Es sind 12 Teilnehmer und es sind immer 4 Teilnehmer an einer Station. Das heißt, man hat dann wirklich Zeit, um auch zu fotografieren. Das ist der Hauptraum und der Raum ist vielleicht 15 Meter lang. Dort hat man fast alle Szenen vom Film gedreht und man hat das aber so geschickt geschnitten, dass das kaum auffällt, dass das eigentlich nur ein Raum ist. Und man hat dort
Kotter und Kommissar Rex, also man hat irrsinnig viele Filme gedreht in der Location da dort. Dom Turbo, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das war dann schon am letzten Punkt in der, beim Wienfluss. Aber jetzt geht es vorne los. Und zwar in diesem Teil sozusagen wird Schotter abgesaugt. Da kommen also die Wienkanalarbeiter mit einem riesigen Sauger, mit einem LKW und wird dann quasi durch die Kanalrohre, wird hier Schotter abgesaugt, dass er da von Zeit zu Zeit da drinnen fängt. Fotografisches Interessante ist, es gibt eine Schaubeleuchtung. Das heißt, man hat da ein schönes Licht reingemacht für die Touren. Und wir haben da natürlich immer sehr lange Belichtungszeit, niedrige ISO. Aber durch das, was man Stativ verwenden kann, ist es da überhaupt kein Problem. Und dieser Hauptraum, die sogenannte Überfallskammer, ist sicher auch fotografisch eines der Highlights. Und wenn sehr viel Regen ist, dann fließt sozusagen diese Kanalisation hier, das fließt dann quasi hier drüber und kann dann sozusagen den Hauptkanal entlasten. Das ist im hinteren Teil und da ist rechts ist der Otterkringer Bach. Und der Otterkringer Bach, einmal riecht er so ganz leicht nach Waffeln, dann tut die Firma Manner ihre Maschinen waschen und das andere mal ein bisschen hopfig, dann sozusagen die Brauerei, dann die Otterkringer, die waschen dann die Fässer, also so schaut das aus. Und nun möchte ich vielleicht einmal ein bisschen anhand vom Foto was zu erklären. Ich werde mir da die Metadaten einblenden. Wir haben da Belichtungszeit von 30 Sekunden, das heißt, es ist schon relativ dunkel bei 320 ISO und Blende 11. Um euch vielleicht einmal vorher, nachher zu zeigen. Das heißt, die Beleuchtung ist an und für sich sehr, sehr schön und man kann dann, man muss jetzt dann gar nicht so viel nachbearbeiten, wie man meinen würde. Also fototechnisch ist es gar nicht so schwierig. Und eben diese Beleuchtung, die sich da ständig ändert und die das Ganze dann auch viel, viel interessanter macht. Dann hat man hinter noch diesen Schwimmreifen, diesen Rettungsreifen deponiert. Und das Foto besteht aus zwei Aufnahmen, ist also mit dem Tilt-Shift gemacht. Und ich habe quasi dann während der Aufnahme einfach das Objektiv verschoben. Das sind drei Bilder. Das Ganze wird dann zu einem Bild verrechnet. Dann hier noch einmal das Ganze in Schwarz-Weiß, was natürlich auch sehr, sehr gut kommt. Und das sind die Zwischengänge, in denen man auch super tolle Fotos machen kann und mit Gegenlicht, also sehr, sehr stimmungsvoll. Hier mit dem 815, mit dem Fischaugenobjektiv, und da habe ich schon die ISO ein bisschen höher gehabt, auf 2500, dann habe ich nur mehr eine Sekunde Belichtungszeit, das heißt, es geht dann schon viel, viel schneller. Ihr wisst ja, beim Fischaugenobjektiv, also das bei 8 mm hat das ein kreisrundes Bild und verzerrt natürlich sehr. Alles, was im Vordergrund ist, wird wahnsinnig größer. Wenn man aber das Objektiv nicht zu sehr verkippt, das heißt relativ waagrecht fotografiert, dann verhält sich die Verzeichnung in Grenzen. Wir haben da dann natürlich auch Nahaufnahmen gemacht. Ich gehe da mal. Das ist im Original. Wir sind da ganz nah rangegangen, haben verschiedenste Ausschnitte auch gemacht, um hier sozusagen auch alle möglichen Blickwinkel zu bekommen. Und das Letzte ist dann der Wienfluss. Da mal hier, also eine lange Belichtungszeit und viermal raufgeblitzt. Das heißt, einfach den Blitz viermal ausgelöst bei einer Verschlusszeit von 25 Sekunden und durch das kriegt man dann diesen roten Farbeffekt. Dieser Eingang hier ist sehr, sehr schön mit vielen Graffitis und der ist normalerweise auch abgesperrt, weil das ist sozusagen der Ausgang in den Wienfluss. Genau, das ist dann eh schon das letzte Bild. Man hat hier nämlich dann auch so eine schöne Beleuchtung gemacht, das heißt, das macht Fotografie natürlich umso einfacher. Und
hier fahren immer wieder Leute mit einem Schlauchboot durch. Es ist nämlich erlaubt, sozusagen da zu fahren, was natürlich nicht gern gesehen wird, weil bei Hochwasser dann natürlich auch Unfälle passieren können. Und vor 2 Jahren ist also beim Stadtpark ein Bagger mitgerissen worden. Da hat man anscheinend auch das Wetter nicht berücksichtigt. Die haben da drin gearbeitet im Kanal, also im Wienfluss, und ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Ich war schon auch bei Hochwasser dort, und da war aber der Wasserstand nicht signifikant höher, denn ansonsten würde man ja natürlich auch nicht da drinnen sein dürfen. Aber ist natürlich sehr, sehr interessant, und für alle Leute, die sich da ein bisschen interessieren, für ganz was Spezielles, wäre das einmal ein Vorschlag. Wir haben jetzt im Mai einmal Touren, und werden wir sehen, ob die überhaupt zustande kommen. Wir halten euch da auf alle Fälle auf dem Laufenden. Gibt es da vielleicht eine Frage von euch? Ja, war ganz interessant. Ich war schon mal mit dir. Das ist immer ganz was anderes, Helmut, oder? Genau, das war super, ja. Und man wird auch immer wieder gefragt, wie sehr es da drinnen stinkt. Also das hält sich eigentlich in Grenzen. Wien hat einen offenen Kanal, das heißt mit Belüftung. Und aufgrund von dem ist dann sozusagen das Ganze erträglich. Und ich glaube, dass der Kanal unter Josef II. Gebaut wurde. Und man hat dann sozusagen für die Gesundheit der Bevölkerung einfach sehr, sehr viel getan, weil dann diese ganzen Infektionskrankheiten sozusagen, man hat die dann ganz gut in den Griff bekommen. Und Budapest zum Beispiel, den geschlossenen Kanal, da stinkt es natürlich viel, viel mehr drinnen. Karl, sag, kommt man vorne beim Stadtpark auch hinunter und hinein, weil Stufen gibt es ja und Wartungsarbeiten muss es geben. Ist das einmal möglich, dort oben und durch den Kanal hinaus am Stadtpark zu knipsen? Ich kann da gerne mal fragen, also nachdem ich da einen sehr guten Draht habe, ob das möglich wäre. Normalerweise, wie gesagt, ist es gesperrt, und ich weiß auch nicht, wo man da unten reinkommt. Das ist schon klar. Es gibt vorne beim Stadtpark, bei der U-Bahn-Station, da gibt es Abgänge. Die gibt es schon. Es gibt ja überall Abgänge dort vorne. Und es wäre schön, sich da in den Kanal wirklich hineinzustellen und einmal durch den Bogen hinaus zu fotografieren. Ja, da kann ich gerne nachfragen. Aber wie gesagt, die Leute, die mit dem Boot durchfahren, die da oft so Sorgen bereiten dem Wienkanal und auch dann halt Wiener Wasser, weil der Wienfluss gehört ja interessanterweise Wiener Wasser, kann ich gerne mal nachfragen. Ja. Also meines Wissens sind die 2 Abgänge im Stadtpark verschlossen mit einer Eisentür. Ja, ja, genau. Das sind sie. Es gibt ja jemanden, der einen Schlüssel dazu hat. Das sind sie zweifellos. Aber man muss ja dort auch hinunterkommen, weil für Wartungsarbeiten gibt es ja die Zugänge. Ja. Eigentlich bis zum Donaukanal, wenn man will. Genau. Und war mal spannend, ob man mit irgendeiner Sondergenehmigung oder mit den Leuten einmal hinunter könnte und dort einmal zu fotografieren. Ja, gerne. Also ich kann mich da gerne mal schlau machen. Mhm. Und ich muss auch sagen, also die Leute von Wienkanal, das sind derartig nett und kooperativ. Also wir haben jetzt schon, glaube ich, die 3. Saison, wo wir jetzt gemeinsam Sachen machen. Und ich liefere auch immer wieder Bilder natürlich dann. Jetzt war in der, vor kurzem war glaube ich, in der Kronenzeitung oder in der Stadtzeitung waren auch 2 Fotos von mir drin von der 3. Mann-Tour. Und diese Tour ist prinzipiell sehr, sehr beliebt, ist dann auch immer Wochen im Vorhinein ausgebucht. Also die Fototour ist das eine, aber auch die reguläre Tour. Also wenn jetzt jemand Gäste in Wien hat und er möchte ihnen was Besonderes bieten, auch abseits der Fotografie, ist die 3. Mann da wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und es gibt dort nämlich ein offizielles Foto der Stadt Wien dort hinaus, daher weiß ich das. Und, ja, na klar. Und die müssten das irgendwie gemacht haben. Na fein. Dann ja, ganz tolle Lichtstimmungen. Eine Frage, wie kommt man zu diesem Magenta-Licht? Das ist einfach ein Scheinwerfer, der da drinnen ist. Die haben also Scheinwerfer, die sind quasi DMX-steuerbar. Also DMX kommt aus der professionellen Lichttechnik. Und die haben jetzt letztes Jahr die ganze Beleuchtung ausgetauscht. Und bei LEDs kannst du beliebig die Farbe mischen. Eine tolle Lichtstimmung. Das Magenta und hinten die Komplementärfarbe, das ja, Grün. Ja. Super, also Lichtstimmung. Sie haben ja einen Lichtdesigner gehabt. Das ist ja da genauso. Sie haben ja einen Lichtdesigner gehabt und die haben sich da sicher Gedanken gemacht, damit es auch relativ gut kommt.
Und was natürlich das Ganze schon erleichtert, ist, dass das der zugängliche Teil des Kanals ist, weil ansonsten wäre es ja unmöglich, auch mit mehreren Leuten hineinzugehen. Es ist quasi ja kein Licht vorhanden und das ist sozusagen hier der Schöne auch an dieser Tour. Wie lang dauert so eine Tour? Die dauert 3 Stunden. Also hat man genügend Zeit zum Fotografieren. Das sind 4 Stationen auf 40 Minuten. Mhm. Wir schauen eben, weil es gibt, wie gesagt, in dem Fall ist es ja kein Problem, weil es sind dann also 12 Leute, aber es sind an jeder Station 4 Personen. Das heißt, man kann wirklich wunderbar fotografieren und ja, es ist, haben wir ja jedes Jahr so an die 4 Touren und die sind ja immer sehr gut gebucht und ist wirklich was ganz, ganz Besonderes in Wien. Gut, dann würde ich einmal an den Oliver übergeben. Bin ich soweit fertig, dann werde ich da einmal mein Ding stoppen und lieber Oliver, dann würde ich bitten, dass du übernimmst. Ja, hallo auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Ich sehe mit großer Freude, Salzburg ist auch vertreten. Hallo Franz, hallo Renate. Hallo, richtig. Hallo. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Frohe Ostern. Ja, ebenfalls. So, dann schalte ich jetzt einmal um auf meinen Bildschirm. So, wir brauchen... Wir sind derweil wieder 20, es freut mich sehr. Ich habe die Wochen relativ wenig Werbung gemacht, aber es ist wirklich fein, dass das so gut angenommen wird. Das freut uns sehr. Noch bist du nicht online, Oliver? Ja, ja. Ich muss noch, dass er das halt dann übernehmen kann. Ich sage, also, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr uns gerne schreiben oder wenn ihr sagt, okay, wir möchten mal was dazu beitragen. Also seid ihr sehr, sehr herzlich willkommen, da auch mitzumachen. Und so wie heute der Beitrag von Martin, finde ich, war ja sehr, sehr wertvoll. Seht ihr jetzt da die Farbe? Die Farben, Oliver, war super. Okay, ja, ja. Gut, dann steigen wir ein. Wir haben ja die letzten paar Mal bei den Fotocafés über wahre Farben gesprochen. Da war zum Beispiel ein Thema, wie zeichnet man die Farben auf, dass sie dementsprechend neutral in die Kamera gelangen. Welche Bildschirme sollte man verwenden, um diese Farben dann relativ hochwertig zu bearbeiten? Und wir haben auch letztes Mal gehört, dass der Druckfarbraum deutlich kleiner ist als der Farbraum der Kamera. Und welche Maßnahmen sollte man da treffen, dass man trotzdem beim Druck hochwertige Ergebnisse bekommt? Falls ihr letztes Mal nicht dabei wart, ihr könnt die Aufzeichnungen der einzelnen Fotocafés auf der Homepage der Wiener Fotoschule euch anschauen im Nachgang. Ihr braucht euch auch nicht anmelden. Also dieser Link wird immer derselbe bleiben. Und wir werden also den auch versuchen, nicht zu ändern, wenn es technisch nicht notwendig ist. Das heißt, ihr könnt ja jederzeit einsteigen. Wir haben jetzt einfach die Anmeldung auf der Homepage, haben wir 4 neue, die sich das anschauen wollen, damit wir auf die Zugangsdaten schicken können zur Sicherheit. Ja. Und das haben wir letztes Mal auch im Detail besprochen. Unser menschliches Auge ist unheimlich sensibel bei unterschiedlichen Farbtönen und einzelnen Farbnuancen. Und die Geräte, mit denen wir heute arbeiten, haben einen deutlich geringeren Farbumfang und können dadurch die Farben weniger intensiv darstellen, als wir Menschen sie sozusagen wahrnehmen. Zeige ich jetzt ein einfaches Beispiel. Das ist jetzt eine Szene, weil ich sage, das würde sozusagen das menschliche Auge wahrnehmen. Und wenn ich jetzt diese gleiche Szene mit einer Kamera fotografiere, dann würde die Kamera dieses Bild auf diese Art und Weise aufzeichnen. Also ihr seht es eh schon mal im Vergleich. Da in den dunklen Tönen sieht man schon fast gar nichts mehr im Vergleich zum menschlichen Auge. Und die Lichter sind auch extrem heller. Praktisch beschneidet die Kamera sozusagen das Bild, weil einfach der Farbraum viel kleiner ist als die Wahrnehmung des menschlichen Auges. Und das betrifft jetzt nicht nur Farbbilder, sondern auch monochrome Bilder. Und jetzt kommt der erste Tipp für die Praxis. Aufgrund dessen, dass sozusagen unsere Kameras eine Sehschwäche haben, müssen wir folgende Dinge berücksichtigen. Das wäre jetzt der erste heiße Tipp von mir heute. Auf die Lichter belichten. Was meine ich damit? Was ist die Belichtung? Mit der Belichtung steuere ich die Intensität oder
die Lichtstärke, mit der der Sensor belichtet wird. Also das heißt, entweder mit der Blende, also großes Loch bedeutet mehr Licht auf den Sensor, kleines Licht, ein kleines Loch weniger, oder halt die Zeit länger, der Verschluss geöffnet, mehr Licht, und die Zeit kürzer, weniger Licht. Die ISO hat gar keinen Einfluss auf die Belichtung, nämlich die, mit der ISO steuert man nachträglich die Luminanz des Bildes. Was ist damit gemeint? Wenn die Belichtung abgeschlossen ist, werden die Daten sozusagen an den Kameraprozessor übergeben, und dann im Prozess ist ein Algorithmus hinterlegt, der sozusagen, wenn Sie jetzt die ISO höher eingestellt haben, einfach dieses aufgenommene Bild heller rechnet. Also das heißt, das ist dann im Prinzip genauso, wie wenn Sie jetzt ein Bild im RAW-Converter öffnet und einfach die Belichtung höher dreht. Das gleiche Prinzip. Für die Belichtung ist im Prinzip nur die Blende und die Zeit entscheidend. Und wenn ich jetzt sozusagen ein Motiv gewählt habe und das dann fotografiere, dieser Bereich von hier bis hier nimmt sozusagen das menschliche Auge wahr, und die Kamera, dadurch, dass es der Farbraum deutlich klein ist, schafft sozusagen nur einen Ausschnitt, und die Teile hier und hier werden sozusagen abgeschnitten. Jetzt schaut es ungefähr so aus: Ich schaue mit dem menschlichen Auge, beobachte ich einen sehr feinen Grauverlauf, der wird dann von der Kamera viel kontraststärker aufgenommen, und man sieht halt nicht mehr diese feinen Unterschiede mit der Kamera. Und jetzt gibt es natürlich zwei Strategien, die man jetzt bei der Aufnahme beachten kann. Die eine Strategie wäre jetzt, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, dass die Kamera deutlich weniger aufzeichnet, als ich wahrnehme. Naja, dann hätte ich halt gern, dass ich das, was im dunklen Teil zu sehen ist, ein bisschen besser dargestellt wird. Also ich sehe das dann hinten am Display, ja, die Schatten, die haben jetzt eine schöne Struktur, in Ordnung. Die Konsequenz daraus ist, dass ich natürlich dann Lichter abschneide und dieses Bild dadurch sehr hell wird, aber dafür sehe ich halt die Tiefen. Digitaltechnisch heißt das jetzt aber, dass diese Information in den Lichtern verloren ist. Und wenn ich nachher im RAW-Converter das Bild dann nachher abdunkle oder die Lichter herunterziehe, kommt nicht mehr Information in diese Pixel hinein oder keine Struktur, sondern diese Flächen werden halt nur grau, also, und bleiben aber trotzdem strukturlos. Die bessere Strategie ist, dass ich sage, ich belichte auf die Lichter, das heißt, angenommen, ich fotografiere jetzt eine Landschaft mit Himmel und schattige Teile im Vordergrund, dann sollte ich die Kamera so einstellen, dass man wunderschön die Wolken im Himmel sieht. Natürlich wird dann das Bild sehr dunkel, besonders in den Schatten, aber nachher im RAW-Converter kann ich diese Tiefen wieder hochziehen und ich erhalte eigentlich ein relativ ansprechendes Ergebnis. Ganz wichtig ist es immer, wenn ich Situationen habe, wo die Kontraste irrsinnig stark sind. Also das heißt, ich habe da die Sonne, ich habe eine Schneelandschaft und dann da irgendwo tiefe Schatten. Also das ist jetzt ein Bild, das habe ich letzten Winter aufgenommen. So ist es aus der Kamera genommen. Ihr seht eh, ich habe sozusagen auf den Himmel belichtet. In dieser schwarzen Skihose sieht man überhaupt keine Struktur mehr. Naja, wenn ich die dann aber mit dem RAW-Converter höher ziehe, dann kann ich trotzdem da noch Struktur in diese dunklen Teile bringen. Und gestern habe ich bewusst einen Test gemacht. Also ich habe jetzt da zwei Aufnahmen gemacht. Sie sind sehr ähnlich von der Belichtung. Die Aufnahme ist ein bisschen neutraler. Ihr seht eh, da habe ich Struktur in den Dachziegeln und man sieht halt ganz dezent den Himmel. Die Aufnahme habe ich eine Spur dünkler belichtet. Das sieht man eh hier am Himmel. Hier sieht man etwas mehr Wolken. So sind jetzt diese Bilder aus der Kamera gekommen. Man kann sich dann natürlich auch zur Kontrolle das Histogramm ansehen. Also das kann man auf jeder Kamera einblenden. Das blende ich jetzt zusätzlich dazu ein. Also ihr seht eh, da ist dieses Histogramm von dem Bild
wo ich eine Spur dünkler belichtet habe. Bei den Lichtern sieht man halt noch diesen schönen Peak. Und hier bei dem Bild, das ein bisschen heller belichtet wurde, ist dieser Peak sozusagen abgeschnitten. Also ich habe sozusagen das Histogramm ein bisschen nach rechts gerückt, damit halt die Tiefen ein bisschen heller werden. Die Konsequenz daraus ist jetzt folgende. Mache ich im RAW-Converter eine Belichtung von beiden Bildern, dass sozusagen der Himmel überall gleich hell ist, dann vergleicht es jetzt einmal die Struktur in den Wolken. Hier in den Wolken sieht man schon einige Flächen, die so helle Flächen sind. Und hier, da habe ich auch abgedunkelt, aber hier hat man überall in diesen weißen Flächen noch eine saubere Struktur. Also das ist sozusagen der Beweis, ich brauche nur mich auf die Lichter konzentrieren in einem Bild und habe dann, wenn ich sie abdunkle, eine viel bessere Struktur, als wenn ich das nicht mache. Und jetzt mache ich den umgekehrten Weg, habe beide Bilder aufgehellt, dass sozusagen da jetzt die Dachschindeln beide gleich hell war. Sieht man da einen Qualitätsunterschied? Nein, sieht man nicht. Also das heißt, wir merken uns als Strategie, habe ich kontrastreiche Bilder, so wie dieses zum Beispiel, dann schauen wir, dass der Himmel schön belichtet ist und den Rest mache ich dann, indem ich die Tiefen aufhelle. Und das seht ihr jetzt da, ist jetzt eh da im RAW-Converter, wie jetzt der Regler springt. Ich habe also da nur die Tiefen aufgehellt und ich kann halt trotzdem, obwohl die Kontraste irrsinnig stark waren, trotzdem ein ansprechendes Bildergebnis erzielen. Also ich wiederhole nochmal, merkt euch, wenn ihr kontrastreiche Bilder habt, so wie diese, konzentriert euch bei der Belichtung auf den Himmel. Nur eine kleine Anmerkung, Oliver. Und ja. Zwar hört ihr oft ETR, also Exposed to the Right, belichtet auf die rechte Seite des Histograms. Das ist genau diese Sache, was noch dazu kommt. Rein technisch gesehen, wenn ein Sensor jetzt einen Dynamikumfang von 12 oder 13 Blenden hat, dann sozusagen habe ich jeweils von einer zu anderen Blenden den doppelten Kontrastumfang, das heißt Bildinformation. Und je weiter ich nach rechts komme, quasi umso mehr Bildinformation nehme ich mit. Wenn ich jetzt einfach einen Teil vom Sensor rechts in den hellen Bildteil nicht belichte, verliere ich einfach sehr viel an Bildinformation. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass rein technisch gesehen rechts der Mitte mehr Information wie links ist. Ja, aber Karl, danke für diesen Input, weil das war der Grund, warum ich dieses Thema aufgegriffen habe. Man liest immer in diesen ganzen Foren Exposed to the Right oder Belichte nach rechts, aber es hat mir noch nie jemand so erklärt. Das haben wir gedacht, jetzt erklärt das einmal detailliert, dass es dann auch jeder versteht. Also die Botschaft ist, belichtet es auf den Himmel und zieht es nachher, ich mache das nochmal da, die Tiefen einfach im RAW-Konverter hoch und ihr habt ein sehr ausgewogenes Bildergebnis. Vielleicht nur eine ganz kurze technische Anmerkung und dann passt schon wieder. Also du hast quasi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Elektronen dann quasi bei der Belichtung und das ist der technische Hintergrund, warum dieses ETR, Exposed to the Right, immer genannt wird. Ja, und der zweite Tipp aus der Praxis ist jetzt, habe ich starke Kontraste in einem Bild, so wie da oder da? Und ich sage, eigentlich bin ich mit dem Bildergebnis irrsinnig zufrieden, aber es ist mir doch ein bisschen zu intensiv, dieser Kontrast. Dann gibt es einen weiteren Weg, um diese extremen Kontraste zu minimieren, indem ich einfach einen Blitz verwende. Und da habe ich vor 2 Jahren im Herbst eine Bergtour gemacht auf den Schober. Das ist ein Berg in der Nähe vom Wolfgangsee. Bin zeitig in der Früh gestartet, dass ich sozusagen noch vor Sonnenaufgang am Gipfel war. Da unten jetzt in den Wolken, da ist der Wolfgangsee. Und ich habe jetzt einfach bei diesem Bild da beim Gipfelkreuz am Blitz hergestellt und habe sozusagen mich und die Steine da im Vordergrund noch aufgehellt mit diesem Blitz. Hätte ich den Blitz jetzt da nicht hergestellt, dann wäre alles da so schwarz wie da herüben. Also ich wäre so schwarz und die Steine da. Und mit einem Aufhellblitz kann ich halt so extreme Kontraste jetzt speziell in solchen Lichtsituationen etwas minimieren. Und das kann ich machen, indem ich sozusagen den Blitz
fix auf der Kamera habe und einen dezenten Aufhellblitz in das Motiv hineinblitze, oder ich löse den Blitz mit einem Funkauslöser ab und kann halt dann den Blitz irgendwo platzieren. Ja. Er hat gesagt, naja, das Blitzen ist jetzt nicht so meins. Man kann natürlich auch die Kontraste oder die Schatten aufhellen, indem man so Faltreflektoren verwendet. Oder es geht auch mit einem weißen Handtuch. Und der Aufbau schaut jetzt folgendermaßen an. Angenommen, ich habe jetzt da hier die Sonne von hinten. Da ist die Person, die ich fotografieren möchte. Ich fotografiere sozusagen gegen die Sonne. Jetzt brauche ich im Prinzip nur jemand, der mir unterstützt, einen Reflektor erhält und sozusagen das Sonnenlicht von hier wieder zurück in das Motiv reflektiert, und somit habe ich auch die starken Kontraste wieder etwas reduziert. Wenn ihr Menschen fotografiert und mit einem Reflektor arbeitet, dann haltet den Reflektor sozusagen euer Assistent zu den Hochhalten, damit sozusagen das reflektierte Licht von oben auf das Model fällt. Weil ein Licht, das von oben auf Menschen fällt, das ist sozusagen unsere natürliche Lichtsituation und erzeugt dann natürliche Bilder. Ich sehe so oft, wenn ich irgendwo zuschaue, wenn jemand fotografiert mit Reflektor, dass sie ganz entspannt den Reflektor unten an den Beinen anlehnen, dann kommt das Licht halt von unten auf das Model und dann entsteht eher so ein Unterlicht, was eher so einen gruseligen Charakter oder Verbrecherlicht, sage ich da immer, dazu hat. Also merkt euch, wenn ihr Menschen fotografiert und ihr wollt jetzt nicht als Stimmung sozusagen ein Verbrecherlicht, dann den Reflektor schön hochhalten. Ja, und der dritte Tipp heute ist, ich muss mich halt immer dadurch, dass die Kamera nur einen Ausschnitt von dem zeigt, was ich mit dem Auge wahrnehme, also die Kamera beschneidet ja das Bild, muss ich mich sozusagen immer entscheiden, was möchte ich zeigen. Und die, da noch einmal das Histogramm, das nimmt der Mensch wahr und die Kamera schafft halt nur einen gewissen Ausschnitt. Und die Geschichte ist jetzt die, dass ich sage, ihr seid jetzt Skifahren mit Freunden unterwegs, es ist blauer Himmel, Sonnenschein, ihr geht dann in eine Skihütte, die Gruppe nimmt dann da Platz, ihr macht sozusagen ein Foto, dass man da sozusagen die Gruppe schön sieht, wie sie da anstoßen, und ihr habt ja die Kamera so eingestellt, dass die Gruppe sauber belichtet ist. Was ist mit den Fenstern? Ja, bei den Fenstern sieht man natürlich keine Skifahrer draußen, die die Piste runterfahren. Selber als Fotograf sehe ich die Gruppe und gleichzeitig sehe ich aber draußen die Skifahrer. Also das heißt, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr euch jetzt entscheidet bei der Belichtung, ihr wollt sozusagen in der dunklen, gemütlichen Skihütte die Menschen zeigen, die da sitzen, dass man dann da bei den Fenstern halt nur mehr weiß sieht. Oder umgekehrt möchte ich aus der Hütte sozusagen hinausschauen, dass man dann da die Skifahrer auf der Skipiste sieht, na, dann hat man wieder das Problem, dass die Menschen halt da zu dunkel abgebildet ist. Das heißt, das ist sozusagen der dritte Tipp. Seid nicht enttäuscht, wenn euer Bild jetzt irgendwelche Teile nicht zeigt, sondern ihr müsst euch einfach entscheiden, was möchte ich zeigen, und dort müssen dann die Kontraste und die Belichtung stimmen. Ja, und wenn man sagt, na, ich möchte alles zeigen, dann gibt es nur mal die Variante, dass man sagt, man gibt halt die Kamera auf ein Stativ, macht eine Belichtungsreihe und verrechnet dann diese drei Bilder, und dann hat man halt auch so den Eindruck, wie das menschliche Auge produziert halt dann sogenannte HDR-Bilder oder High Dynamic Range Bilder, und die haben halt dann oft auch so einen künstlerischen Charakter. Ja, also die Botschaft für die Praxis heute ist, belichtet immer auf die Lichter, sozusagen auf den Himmel. Wenn ihr Kontraste ausgleichen wollt, entweder mit einem Reflektor, dass man sagt, man tut im Vordergrund die Schatten etwas aufhellen, oder mit einem Aufhellblitz, und ihr müsst euch halt aufgrund Stand der Technik heute immer halt entscheiden, was möchte ich jetzt, wenn ich jetzt kontrastreiche Situationen habe, im Bild zeigen. Ja, das wäre sozusagen der Beitrag. Gibt es jetzt zu diesem Thema Fragen von euch?
Ich glaube, es ist immer wichtig, immer zu sagen, was ist bildwichtig. Weil wenn ich jetzt das Foto von der Skihütte nehme und sage, okay, eigentlich sind die Skifahrer da draußen nicht bildwichtig, weil ich will jetzt sozusagen ihnen zeigen, wie die Leute da einen Glühwein trinken, dann das ist, glaube ich, immer so das Thema. Und gerade in der Landschaftsfotografie, wenn ein Motiv relativ einen großen hellen Anteil hat, werde ich es eher überbelichten, wenn es sehr viel dunklen Anteil hat. Also das ist ja die Erfahrung, die wir auch gemacht haben in den letzten Jahren. Ja, genau, das wäre exposed to the right. Genau. Ja. Und Wolfgang, weil du dich heute gemeldet hast, du hast mich inspiriert zu diesem heutigen Thema, weil wir haben ja ein sehr helles Bild von dir bearbeitet diese Woche. Diesen Vogel, der da durch das Wasser schreitet. Ja. Das hat mich sozusagen inspiriert zu diesem Thema. Ja, ihr lieben Leute, also falls zu dieser Geschichte keine Frage habt, gebe ich wieder zurück zum Karl. Ja, vielleicht nochmal abschließend. Einfach ein perfekt belichtetes Foto ist natürlich Ausgangsmaterial für die Bildbearbeitung. Und ich würde jetzt aber trotzdem dann, Oliver, starten wir mit der Photoshop-Challenge, oder? Ja, gut, warte, dann muss ich nur auf den anderen Bildschirm umschalten. Einen Moment. Oh, wir haben was im Chat. Was haben wir da? Wir wünschen frohe Ostern, schreibt der Karl. Sehr gut. Dankeschön. So, das hätte ich jetzt aber ins Gesicht auch sagen können. Ja, du, wir sagen es eh noch einmal. Was die wir schreiben und fragen, wir sind ja multitasking-fähig. So. Ich schiebe jetzt nur da die Bilder rüber. Seht ihr die Schönheit der Nacht? Natürlich. Und meine Maus kreisen. Ja, sehr gut. Okay. Also, im Fotocafé gibt es immer die Rubrik Schlag den Oliver. Ihr könnt sozusagen eure Bilder an uns senden und wir suchen dann sozusagen ein Bild aus und bearbeiten das dann und zeigen dann sozusagen Schritt für Schritt erstens einmal, warum wir diese Bearbeitung so durchgeführt haben und wir zeigen dann auch im Detail, wie wir diese Bearbeitung durchgeführt haben. Und da habe ich ein wunderschönes Bild bekommen, das wurde im Wien-Kanal, ich nehme mal an, bei der dritten Mantua fotografiert. Genau, im Wien-Fluss. Also im Wien-Fluss, okay, mit Model und toller Bekleidung. Und mir hat das Bild insofern sofort, ich habe das gesehen und wird das sofort inspiriert, weil ich schon vorher gesagt, die Schönheit der Nacht. Also ich habe sofort diese Märchenstimmung sozusagen im Hinterkopf gehabt. Das war sozusagen die erste Inspiration, die ich gehabt habe. Dann war ich nämlich irrsinnig glücklich, dass das Bild von vorne bis hinten scharf war. Ich starte jetzt kurz den RAW-Converter. Ihr seht, es wurde fotografiert mit einer Blende 7.1, mit einer Belichtungszeit von einer halben Sekunde und mit ISO 3200. Ja, das ist natürlich, wenn man Bilder bearbeitet, ganz wichtig, dass es scharf ist. Dann schaue ich mir natürlich zuerst einmal dieses Bild an. Ganz klar, das wunderschöne Model ist da das Hauptmotiv. Dann bin ich mal näher rangegangen und habe gesehen, da hinten gibt es also eine dezente Bewegungsunschärfe. Also das heißt, es wurde ja mit einer halben Sekunde das Bild belichtet und das Model hat sich anscheinend da ein bisschen bewegt und deswegen habe ich da so eine Bewegungsunschärfe. Naja, das hat mich gleich zur nächsten Sache inspiriert, dass ich sage, ich arbeite das Ganze jetzt noch weiter aus, weil dann kriege ich so eine Art Märchenstimmung oder Märchenbuch. Na, jetzt schaut mal da bitte auf den Ebenenstapel. Als nächstes habe ich die RAW-Konvertierung gemacht. Da ist eigentlich gar nicht viel passiert. Ich habe es vielleicht nur eine Spur heller gemacht. Mehr war gar nicht. Das Bild war eh schon sehr sauber fotografiert. Wenn ich dann Bilder bearbeite, ist sozusagen der nächste Schritt, dass ich dann einmal die Störer entferne. Also das, was mir jetzt bewusst in diesem Bild stört oder wo ich sage, da habe ich jetzt eine Inspiration, in diese Richtung sollte es gehen, wird einmal das grob entfernt. Und ich schalte jetzt einmal die entfernten Störer weg. Also das heißt, ihr seht es, das habe ich entfernt, sozusagen da dieses Schild, da hinten dieses grüne Licht, da diese Fläche, ich schalte das nochmal ein, die Störer, ja. Und da ist also eine Leitung, die war sehr hell. Die habe ich halt ein bisschen abgedunkelt, dass sie nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt.
dann sage ich, war das Bild einigermaßen sauber für mich und ich habe jetzt einmal begonnen, an der Form des Models zu arbeiten. Also sie ist ja eh irrsinnig schlank, aber wenn ich so diese Märchenbilder vor mir habe, haben diese Frauen, die da in diesen Märchenbüchern dargestellt, immer irrsinnig schmale Teile, sind irrsinnig zart. Und ich schalte das jetzt einmal ein, schaut her, ich habe sie da jetzt einmal mehr Richtung diese Märchenstimmung optimiert in der Form. Ja. Das habe ich auch so gemacht, weil im Prinzip geht es bei diesem Bild jetzt nicht um das Model. Das ist ja jetzt im Prinzip kein Porträt, wo ich sage, da geht es jetzt um sie als Person, sondern ich sage einmal, meine künstlerische Idee war jetzt, ich möchte ein Märchenbild schaffen. Und daher habe ich gedacht, mache ich einmal sozusagen aus ihr sozusagen so eine Art Prinzessin auf der Erbse. Und ich gehe jetzt ein bisschen näher ran, dass du das seht. Ich habe auch das Gesicht ein bisschen in der Form optimiert. So. Schaut einmal auf ihre Nase. Ich schalte sie wieder aus. Die ist halt relativ groß für eine Prinzessin. Und daher habe ich die Nase halt auch ein bisschen in der Größe reduziert. Gut, dann gehen wir wieder aufs ganze Bild. Ja, dann habe ich mir gedacht, dieses Kleid ist so ausfallend und weit. Und da vorne habe ich so wenig Raum, war mir gedacht, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Luft nach vorne schaffen, damit dieses Kleid ein bisschen mehr Luft zum Atmen bekommt jetzt im Bild und habe sozusagen einen Raum dazu gebaut. Und bei diesen Räumen, die man dazu baut, darf man jetzt nicht nur einfach da das Bild jetzt runterziehen und sagen, hurra, jetzt habe ich einen Vordergrund. Ich muss das perspektivisch korrekt machen. Also ihr seht es eh, da schneidet sozusagen die senkrechte Wand den Boden. Ich mache jetzt kurz einmal da den Raum auf. Und jetzt muss ich nur schauen, wo habe ich den Boden. Aber das hast du das mit inhaltsbasiert füllt gemacht, Oliver? Nein, das habe ich selber gemacht. In dem Fall. So, einen Moment, ich schaue jetzt nur, wo der Boden ist. Achso, das ist noch die Form. Ich muss da in den Raum muss ich reingehen. Einen Moment, so, da ist der Raum. Jetzt mache ich ihn auf. Das heißt, da ist er. Der Boden, den habe ich einfach perspektivisch verzerrt. Also das heißt, normalerweise wäre der Boden so gegangen und ich habe ihn dann einfach da perspektivisch verzerrt, dass das halt dann korrekt zur Perspektive passt. Dann habe ich natürlich die Wand weiter runtergezogen, da hinten habe ich es ein bisschen breiter gemacht, den weißen Walfisch ein bisschen abdunkelt, den weißen Walfisch ein bisschen kleiner gemacht. Ja, und dann ist er da wieder der Walfisch. Also das wäre jetzt für mich der Raum, der dazugekommen ist. Ich schalte die unteren wieder alle ein, ja. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen weiter an der Form gearbeitet. Jetzt muss ich nur die alle einschalten. Darunter, jawohl, das sind noch nicht. So. Das Kleid war mir jetzt nur ein bisschen zu wenig wallig. Also das heißt, das habe ich größer gemacht, dass es noch prinzessinnenhaft wird. Ja, da herüben noch. Korrigiert. Da wieder die Korrektur gemacht. Und dann habe ich sie dort auf ihrem linken Arm noch von der Form her ein bisschen korrigiert. Das wäre jetzt die Form 2. Natürlich, in diesen Märchenbildern haben Prinzessinnen immer ganz lange Haare. Das war dann der nächste Schritt. Ich muss jetzt wieder alle Haare einschalten. Das war sozusagen der nächste Schritt. Wunderschöne lange Haare. Wir kommen immer mehr dieser Märchensituation entgegen. Jetzt habe ich natürlich da dieses größere Kleid. Jetzt habe ich natürlich da kein Schatten. Der gehört jetzt natürlich auch eingebaut. Der Schatten. Okay, also da mal der Kernschatten unterm Kleid und dann halt nach vorne, weil das Licht kommt ja da von hinten. Ja, und dann habe ich noch gesehen, einen Moment, ich mache das jetzt größer. Oft, wenn man sich so durchzappt, findet man dann im Nachhinein noch ein paar Störer. Hier seht ihr eh da hinten beim Hals. Das habe ich noch korrigiert. Ja, dann war das erledigt. Und dann waren wir da, dieses Kleid zu scharf, zu intensiv. Ihr seht ja eh, da oben hat sie so eine Bewegungsunschärfe
Und dann habe ich gedacht, damit es besser harmoniert, habe ich sozusagen in diesem Teil vom Kleid auch eine Bewegungsunschärfe reinbaut. Ihr seht es, schaut einmal da in die Ecke, jetzt ist sie eingeschalten, jetzt ist sie ausgeschalten. Das machen sozusagen bei diesen Autobildern, wenn die Felgen, die Autos werden im Stehen fotografiert und dann, damit, wenn sie sich sozusagen im Bild drehen sollen, macht man einfach eine Bewegungsunschärfe in die Räder. Gut, das habe ich jetzt da auch so gemacht. Ja, jetzt war mir dieser Vordergrund noch zu wenig märchenhaft. Also wenn ihr diese Märchenbilder anschaut, speziell, da sind wir ja jetzt in einem Verlies oder was so, da ist dann immer Nebel am Boden. Der schaut dann so aus. Jetzt schaue ich mir, ob da eh alles eingeschalten ist. Ja, den habe ich dann noch grün eingefärbt, dass das noch schauriger wird. Ja, dann war der Nebel da. Dann haben wir sozusagen noch zusätzliche Lichteffekte, wo ich sage, die rennen auch mal bläulicher. Dass man sagt, ich habe den Kontrast, da ist gelb, da ist dann blau. Dann habe ich eine Vignette dazu gemacht, die rendert, damit noch mehr Fokus auf sie ist. Noch einmal die Vignette betont und sie eine Spur aufgehellt. Ja, dann war grundsätzlich einmal für mich das Bild einigermaßen soweit fertig. Und dann kommen so jetzt die finalen Schritte, wo ich sage, ich lege jetzt einmal über das ganze Bild einen Look. Das heißt, ich mache das Bild vielleicht da in den Tiefen eine Spur wärmer. Und da, ich schaue gerade, ah ja, ich habe es ein bisschen rötlicher gemacht noch. Also ich schalte den Look nochmal ein aus. Ja, und jetzt war für mich das da alles noch irgendwie zu clean. Der Nebel hat sich noch nicht so gut verbunden. Dann legt man halt über das gesamte Bild noch ein paar Texturen. Und das war die erste Textur. Ich blende kurz einmal diesen Belichtungsmodus oder diesen Verrechnungsmodus wieder aus, dass ihr nur seht, was. Also das eine war jetzt diese Struktur. Das war so ein Bouquet-Effekt, den habe ich im Vordergrund reingelegt und für den Hintergrund habe ich so eine Art Zerkratzer. Also das heißt, so alte Bilder, die sind ja oft zerkratzt, die sind gar nicht so sauber, wie sie aus unserer Kamera kommen. Und jetzt, ich vergrößere das ganze Bild. Schaut jetzt einmal daher, wenn ich diese Strukturen jetzt ausschütte. Ihr seht auch da diesen Bouquet-Effekt. Ich mache es jetzt wieder kleiner. Schaut einmal, da sieht man eh kurz diesen Bouquet-Effekt. Schaut nochmal ein aus. Jetzt ist er aus. Jetzt ist dieser Bouquet-Effekt wieder ein. Ja, und dann legt man halt noch ein paar Effekte drüber. Der eine zum Beispiel war, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Licht nicht gelb haben, sondern rot im Hintergrund. Und hier vom Gesicht habe ich diesen Effekt nochmal eine Spur weggenommen. Also das war jetzt sozusagen das finale Bild. So war ich dann zufrieden. Und ich gehe jetzt nochmal zum Vorher-Nachher-Vergleich. Also wir haben gestartet mit einem Bild, das das Ausgangsmaterial war. Aber ich sage, das war eh schon top fotografiert. Und wenn man dann halt jetzt kreativ sich im Photoshop ein bisschen damit beschäftigt, kann man halt ein wunderschönes Märchenbild machen. Und ich glaube, wenn man der jungen Dame da dieses Bild überreicht, ich glaube, die ist ziemlich glücklich mit diesem Bild. Ja, was sagt ihr dazu? Sehr gut. Wie lange hast du gebraucht? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn ich relativ schnell die Idee habe, was ich mache, und die habe ich sofort gehabt, also das war so in einem Bruchteil von Sekunde, läuft das eigentlich ziemlich geschmiert bei mir. Also ich schätze, ich habe so 40, 50 Minuten benötigt. Na doch. Sehr gut. Ja, ja. Also schon, weil es muss ja auch realistisch werden. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich da in 20 Minuten was runterbreche und dann sagt jeder, ja, ja, wir haben es verstanden, aber realistisch schaut es nicht aus. Also es sollte schon final dieses Ganze, wenn man sozusagen das Kleid größer macht, das sollte halt dann alles schon sehr passen, dass man sagt, es könnte auch so fotografiert sein, wenn man sich sozusagen mit einer Nebelmaschine und mit Speziallicht im Hintergrund und mit einer Perücke gespielt hätte, hätte man es auch so fotografieren können. Also das ist jetzt vielleicht noch interessant, das Modell hier, die Eva, die habe ich im japanischen Garten kennengelernt, da war sie sozusagen jetzt mit Kimono und so weiter unterwegs und die hat sie dann angesprochen und dann haben wir viele Fotos miteinander gemacht und die ist inzwischen ganz, ganz eine tolle Fotografin und die macht so wirklich märchenhafte Porträts und die Eva werden wir jetzt einladen. Das ist mir ganz spontan gekommen. Das ist eine super Photoshopperin und die hat eine ganz spezielle Art der Fotografie.
über das sie sich definiert und mit dem sie jetzt auch ganz gut losgestartet ist als Fotografin. Und in dem Aspekt denke ich, mir wird das Foto sicher gefallen. Da werde ich dann auch noch, da werde ich noch eine schreiben, wie die Eva genau heißt und ihre Webseite. Das ist nämlich, die ist nämlich wirklich ganz super spannend. Wir haben auf Facebook verlinken. Ja, und diese RAW-Datei, also diese fertige Photoshop-Datei mit diesen allen Ebenen, die stellen wir natürlich euch zur Verfügung, wenn das Model nichts dagegen hat. Ja, das ist kein Problem. Ja, ja. Also Karl, du kannst dann sozusagen, ich mache es nur kleiner. Dabei schickst du mir auf das Thema Transfer und dann werde ich das morgen auf der Homepage zum Download oder am Dienstag dann, wenn am ersten. Genau. Was ich euch noch mitgeben möchte. Wenn ihr sozusagen Bilder auf diese Art und Weise bearbeitet, weil jetzt hat mich sozusagen der Martin gefragt, wie lange habe ich dafür benötigt. Das Bild schaut man sich normalerweise in diesem Ausschnitt an. Die einzigen, die sich in Bilder hereinzoomen, sind nur wir Fotografen. Das macht ein normaler Betrachter nicht. Und ich zeige euch jetzt was in diesem Bild, wo ich sage, da hätte ich genauer arbeiten können. Es war aber nicht notwendig, weil das Bild eh diese Größe hat. Also ich gehe jetzt da hinein zu den Haaren. Und ihr seht jetzt, da habe ich Haare hineingemalt. Und da hätte ich halt noch mehr Haare hineinmalen müssen, damit es nicht auffällt jetzt in dieser Vergrößerung. Aber dadurch, dass man sich das Bild eh so anschaut, ist jetzt nicht. Also das heißt, zoomt euch immer wieder raus, wenn ihr Bilder bearbeitet, weil oft muss man nicht so genau arbeiten. Was vielleicht auch noch interessant ist, die Leute haben ja panische Angst vor hohen ISO-Zahlen, aber in dem Fall, wenn ihr das Hintergrundlicht jetzt mitnehmen möchte, das heißt, wenn ihr diese Stimmung haben möchte von der Lampe, die da hinten kommt, also das, was das Ganze ja natürlich dann noch interessanter macht, dann muss ich einfach mit relativ hoher ISO fotografieren, weil ich sonst den Hintergrund nicht mitnehmen kann. Und aus dem Grund hat auch diese lange Verschlusszeit resultiert. Und man kann ruhig, wenn man blitzt, kann man ruhig Mut haben, einmal länger zu belichten, weil das Model zu bitten, dass sie möglichst ruhig stehen bleibt. Und man soll sie vor hoher ISO nicht fürchten. Ich werde das Foto auf A3 Plus ausdrucken und ist dann bei uns auch wieder einsehbar, sobald sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Also ich kann euch nur ermutigen, ihr kennt die ISO natürlich eurer Kamera angepasst. Das ist ein 5D Mark IV. Aber man braucht nicht immer nur mit 200 ISO fotografieren. Das ist immer so ein großer. Die Leute haben wahnsinnige Angst vor 800 ISO. Ja, also ladet euch diese Photoshop-Datei runter und schaut euch dann da in den einzelnen Gruppen einfach das an und Schritt für Schritt seht ihr dann, wie ich sozusagen zu diesem finalen Ergebnis gelangt. Wir haben auch eine Videoaufzeichnung. Wir zeichnen das Ganze auf und werden es. Ah, ja, sehr gut. Ja gut, dann stoppe ich das Ganze jetzt wieder. Dann kann man sich die Videos auch runterladen, gell? Ja, in dem Fall werden wir das sind YouTube-Videos. Aber ich kann das Video zum Download auch reinstellen, das ist egal. Ja, weil ich habe versucht, mir die vorhergehenden Serien herunterzuladen, ab Serie 2 eigentlich, nicht? Da hat sie begonnen, herunterzuladen und das ist mir irgendwie nicht gelungen. Gut, das sind YouTube-Videos, aber ja, wir können die auch, ich kann auch gerne die Originale irgendwo in einen Ordner stellen. Es sind nicht 4 GB, aber ist kein Problem. Nee, kein Problem. Weil ihr kennt nämlich auch YouTube-Videos runterladen, da werde ich euch nur kurz eine Anleitung schicken. Mhm. Gut, gibt es einmal von eurer Seite soweit noch Fragen? Ah, warte, ich habe noch eine Information, Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen. Einen Moment, ich schalte nochmal auf meinen Monitor. Seht ihr die Schönheit der Nacht? Nein, nur dabei sehen wir es nicht. Okay, einen Moment. Wir sehen noch nichts. So, seht ihr die Schönheit danach? Ja. Ja, sehr gut. Ja. Ja, das wollte ich noch sagen. Wer interessiert ist, in Photoshop tiefer einzudringen, wir haben die kommende Woche haben wir wieder zwei Webinare. Seht ihr jetzt die Termine eingeblendet? Ja. Ja. Ja, also das heißt, am Freitag gibt es sozusagen den Teil 2 für die Einsteiger. Und am Montag, den 20. Schauen wir uns das Freistellen genau an. Also wenn ich so Bildmontagen machen möchte, wie jetzt in diesem Bild davor, das ich euch gezeigt habe, dann sollte man ein bisschen das Freistellen beherrschen in Photoshop. Also anmelden könnt ihr euch dann auf der Homepage von der Wiener Fotoschule zu diesem Webinar. Das sind kompakte 2 Stunden, immer um 17 Uhr startet das Webinar.
Ja, wunderbar, wunderbar. Dann, ich würde euch einfach bitten, uns Input zu schicken. Also ihr könnt uns gerne Photoshop, also JPEGs oder RAW-Dateien schicken, Themenvorschläge über an die Info at Wiener Fotoschule, über alle gängigen Vertriebskanäle, die wir so haben. Dann wünsche ich euch vielleicht noch eine Info zu den Fotokurse. Also es ist noch nicht klar, wie es weitergeht, also wann wir aufsperren dürfen. Also ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Dann wünschen wir euch nur ein frohes Osterwochenende. Vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen Abend.